herzlich willkommen. Pressegespräch vor unserem Auswärtsspiel beim FC Schalke 04. Erstmal sorry für die Verspätung. Es war nicht nur das Essen, sondern der Vorstandsvorsitzende hat auch noch sein Recht an Florian Dick eingefordert. Zum Spiel auf Schalke. 6.000 FCK-Fans werden uns in die Felddienstarena begleiten. Schiedsrichter der Partie ist Marco Fritz. Der Herr hat uns in diesem Jahr schon zweimal gepfiffen. Wenn ich mich recht erinnere, war das das Heimspiel gegen Leverkusen und ein gerüchteweise stattgefundenes Spiel in Dortmund. Florian Dick, du hast deinen Vertrag verlängert und hast dir, glaube ich, für Nürnberg dann eher vorgenommen, dass wir die Punkte zu Hause behalten. Das hat nicht so richtig hingehauen. Sag mal vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dem Spiel und dann natürlich, wie wichtig ist die Partie auf Schalke für euch? Ja, Nürnberg war natürlich schlecht von uns, vor allem die erste Halbzeit, inklusive von mir. Ich wollte vielleicht ein bisschen zu viel, habe mich gefreut, dass ich den Vertrag verlängert habe und wollte dann natürlich es besonders gut machen. Das ging nach hinten los. Trotzdem glaube ich nicht, dass uns das Spiel aus der Bahn wirft. Das ist zwar ärgerlich, wenn man sieht, was für einen Schritt man machen hätte können, aber letztendlich war es zu wenig, um da was mitzunehmen, über das komplette Spiel gesehen. Und jetzt wollen wir natürlich nach Schall gefahren, um da was Zählbares mitzunehmen und das schlechte Heimspiel wieder auszumerzen. Schalke mit einem neuen Trainer. Drei Tage später spielen sie gegen ManU. Glaubst du, dass das eine Mannschaft ablenken kann oder ist das völlig unerheblich? Sollen wir uns es besser nur auf uns konzentrieren? Es kann irgendwo im Hinterkopf vielleicht beide Schalke-Spieler drin sein. Aber ich glaube, dass das in erster Linie an uns liegt. Also wie wir von Beginn an zu Wege gehen. Ich glaube, wenn wir da von Anfang an richtig dagegen halten und auch eng in den Zweikämpfen sind, enger Mann, dann ist da schon was möglich. In der Liga ist für Schalke, glaube ich, nach oben und nach unten nicht mehr viel möglich. Deshalb, wie gesagt, müssen wir von Anfang an da hart dagegen halten oder unser Spiel, so spielen, wie wir es eigentlich gewohnt sind, jetzt so wie im Heimspiel. Also Aggressivität, das Herzen, die Leidenschaften, die Waagschale werfen und dann denke ich, dass da auch was möglich ist mitzunehmen. Also nicht bei mir persönlich jetzt nicht, weil ich glaube, das Schalke von der Hinrunde ist nicht mehr das, was wir jetzt in der Rückrunde sehen. Christian hat schon angesprochen, ein neuer Trainer und auch ein ganz anderes Auftreten der Mannschaft. Deshalb rechne ich nicht mit dem 5-0 in Schalke. Mit 3 Punkten auf Schalke, die wir gerne hätten. Und dann haben wir 37. Ich weiß das nicht. Ich rechne das auch nicht. Also wir brauchen noch Punkte, das ist Fakt, wie viele. Ich bin Schwabe, ich rechne immer mit den klaren Ergebnissen. Also ich denke, wir brauchen vielleicht sogar 40. Wenn es weniger sind, ist mir das auch recht. Und die Überzeugung ist, dass wir es, egal welche Punktzahl, es schaffen. Das ist eine relativ klare Aussage. Ja, gedanklich. Er wird ausfallen. Adam Nemetz ist nicht im Kader. Dann Shadley Amri auch nicht. Der hat eine Zerrung. Ansonsten stehen alle zur Verfügung. Nein. Wird ausfallen, ja. Ja. Die drei definitiv. Das sind Ivo hat man so eine kleine Restoption, Gedanke, Hoffnung, aber die ist zu vage. Ja, das ist nicht schwer. Das war eine gute Erinnerung. Das war ein toller Tag, ein toller Abend für uns. Ich denke, ein tolles Spiel. Ja, wir haben da wirklich einen hervorragenden Fußball gespielt, auch mit einer Spitze. Und von daher war es, glaube ich, auch damals betont, in der Höhe auch verdient.